Hallo, ich bin Katja Ide, ich bin die Kursleiterin für die Ausbildung zum Mediator, zum Mediatorin hier an der Hochschule in Wismar. Ich bin auch die Kursleiterin für die Coaching-Ausbildung und im Grundberuf Anwältin, Wirtschaftsmediatorin, Coach und Supervisorin. Ich bin Kai Tönsen hier aus Wismar, bin landwirtschaftlicher Unternehmer und zudem Dozent an der WINGS und als Coach, Mediator und Trainer tätig. Das hat für mich vorrangig zwei Aspekte. Auf der einen Seite könnte die Motivation oder liegt die Motivation unserer Teilnehmenden häufig darin, Konflikte, die ihnen im beruflichen Umfeld begegnen, mit einer Fähigkeit, mit einer Kompetenzerweiterung zu begegnen, also einfach eine größere Fähigkeit und Fertigkeit zu haben, Konflikte, Lösungen zu begleiten. Und auf der anderen Seite ist es für mich auch eine persönliche Weiterentwicklung, das eigene Konfliktverhalten einmal zu beleuchten, zu reflektieren und idealerweise anzupassen. Das sind Inhalte wie kommunikative Inhalte, um den Prozess dann auch zu lenken und zu leiten. Es sind weitere Inhalte wie zum Beispiel Visualisierungstechniken, Inhalte bezogen auf Gruppendynamiken und... Ich würde es gerne ergänzen um psychologische Aspekte und um rechtliche Aspekte und das Ganze so eingebettet und angelehnt an die Vorgaben des Mediationsgesetzes, ja? Auf jeden Fall eine Offenheit und auch ein echtes Interesse an Menschen, sogar vielleicht eine positive Neugierde an Menschen und menschlichem Verhalten. Eine Haltungsfrage gehört für mich auch noch dazu. Ein Zugewandtsein, ein Aushalten von Unterschiedlichkeit bei Menschen, unterschiedliche Wertesysteme und auch das Aushalten können von Lösungen, die vielleicht nicht der eigenen Lösung entsprechen würden. Und eben zu akzeptieren, ich schulde nur den Prozess und verantworte nur den Prozess, aber eben nicht das Ergebnis. Tatsächlich die Fähigkeit, Menschen in einem schwierigen Prozess zu begleiten, die richtigen Fragen zu stellen, damit die Beteiligten zu ihren eigenen Antworten und am Ende zu ihren eigenen Lösungen kommen. Und des Weiteren Fähigkeiten wie zum Beispiel zuhören und auch genau die richtigen Fragen zu stellen. Und im richtigen Moment mit der richtigen Methode arbeiten zu können. Mhm. Ja, das gehört für mich auch dazu. Ja, die WINGS bietet in Verbindung mit der Hochschule Wismar einen guten Rahmen, wo die Ausbildung in der Kombination Theorie und Praxis durch Dozenten, die sehr interdisziplinär arbeiten und alle tatsächlich auch Mediation in ihrem beruflichen Geschehen einbringen, dadurch tatsächlich bei der WINGS eine sehr fundierte Ausbildung stattfindet. Mir fällt noch ein, die Flexibilität der Standorte, die Gruppengröße und tatsächlich, dass das Dozenten- und Dozententeam sehr, sehr praxiserfahren im Bereich Mediation ist. Also, dass niemand von uns nur Theorie vermittelt, sondern wir alle aus einem ganz, ganz reichhaltigen praktischen Erfahrungsschatz berichten können. Menschen in diesem Prozess oder in dieser Ausbildung wirklich zu begleiten, etwas zu unterstützen und sie auf ihrem Wege, den sie durch die Ausbildung gehen, auch tatsächlich in ein neues, häufig bisher fremdes Feld hineinzubringen. Mich begeistert das Thema der Mediation. Ich bin absolut überzeugt von der Methode Mediation zur Konfliktlösung. Mich begeistern die Menschen, die wir kennenlernen dürfen und die wir begleiten dürfen. Und ich arbeite wahnsinnig gern in meinem Team.